Schön, willkommen zurück zu Peglin und wir drücken natürlich den Stein da rein. Hauptsache, das Ding ist weg. Er hat zwar nicht sein volles Potenzial entfaltet, aber er nimmt den Stein. Wir könnten natürlich irgendwann mal ausprobieren, was er macht, wenn wir den anderweitig anfassen, aber... Na, gucken wir mal. Den möchte ich gerne direkt... Ups, gegen das Mikrofon getreten. Ah, da war ja was mit... Wir können nicht mehr wirklich dahin ziehen, wo wir hinziehen wollen. Aber gut, mit doppelter... Dr. Orb-Power. Etwas enttäuschend, der Damage. Ah, okay. Der Damage war nicht enttäuschend. Oh, noch eine Sau. Gib mir die Sau. Die werden wir auch direkt zumindest einmal verbessern. Wir sparen ein bisschen Geld. Was haben wir gesagt? Nach links in den Shop, ne? Ja, wir können nicht mehr so genau zielen, aber das passt. Hallo? Danke? Was? Warum hat er denn so lange gebraucht? Aha, der Blitzableiter will zuerst auf den Sack. Für 284 kann er das haben. Aktivieren wir irgendeine Bombe? Ja. Ah, wenn du die öfter triffst, werden die auch wirklich noch besser. Der hat aber ordentlich einen abgekriegt, ne? Wir aber auch. Ach, wir können damit nicht anvisieren. Mehr Bomben oder... Nee, komm, machen wir mehr den normalen Damage. Hauptsache schon mal so ein bisschen Geld einkassieren. Es ist nicht so viel, was dabei rumgekommen ist. Ah, komm, die Bombe, die Bombe, die Bombe! Naja, immerhin haben wir ja den Crit am Start. Ah, das Refresh auch nicht getroffen. So, einmal gekrittet. Die erste Sau ist direkt abgedüst. Ach, den musst du gar nicht platt machen. Okay, krass. Dann verbessern wir die Sau noch und dann ab zum Shop. Bisschen abcashen. Nice. So. Ja. Stark. Dann wäre ich jetzt gar nicht so böse, wenn wir ins Feuer fallen würden. Jo. Das hat sich ja schon fast gelohnt, ne? Jetzt bloß nicht in den Kaufrausch verfallen. Also die Teile möchte ich nicht. Du bist günstiger. Was machst du? Ist das eine Karte? Wenn du ein Orb abwirfst, erhalte zweimal den kritischen Schaden des abgeworfenen Orbs als Ballweichen. Okay, das ist nicht schlecht. Das nehme ich jetzt. Und dann gehen wir auch direkt. Den Stein behalte ich jetzt einfach mal. Einfach um ihn abwerfen zu können. Du läufst durch einen Gang, als eine Horde Ziegelschleime auf dich stürzt. Wir kämpfen. Ich möchte nämlich nicht die drei Steine haben. Dankeschön. Der ist natürlich jetzt stark, einfach weil wir dann alles treffen. Wir töten alles direkt. Gut. Nur der eine, der jetzt dann noch extra kommt, ne? Starker Tobak. Das ist der Laser Orb, ne? Ah, ne. Kollator Ball. Wir müssen nichts mehr verbessern. Heilen auch nicht. Passt! Ballern wir den mal so richtig in die Fräsen. Wir müssen auf jeden Fall rechts freiräumen.
rechts ist wichtig, dass da nicht so viel ist, aber schön, dass wir erstmal links gemacht haben. Okay, das nächste Mal zieh ich in die andere Richtung. Kleiner Pfad frei. Stark, dass die Bombe auch seine ganze Verteidigung rausnimmt. Ja, einmal heilen ist okay. Ja. Mehr Schaden durch gesammeltes Gold. Ah ja, ich wollte sagen, warum wollte ich nach rechts? Ja. Ah, das ist natürlich etwas ungünstig, ne? Schauen wir mal, ob wir da... Shit. Na, ich wollte Event und dann dahin, aber gut. Ging halt nicht wirklich. Jedes gesammelte Gold gibt Ballweichen. Stark. Ungünstig. Aber stark, wie schnell wir da rumkommen gerade, ne? Nur eine Bombe getriggert. Und da auch nur den Schild weggeballert, ne? So, bombt mal ein bisschen mehr. Ein Herz. Ja, ich glaube, drei Bomben haben wir aktiviert. Das würde genau reichen. Ja, ja, vier sogar. Tach und tschüss. Der Arme. Das war natürlich auch extrem gut geschossen, ne? Alter, da hatten wir Glück. Schade, dass wir hier nicht zwei Kugeln schießen können. Ja gut, das ist natürlich so eine Sache mit, wo gehst du hin, ne? Die Kollegen... Okay, das geht auf alle. Dann kriegen wir zumindest, wenn wir die nicht rauskriegen sollten, kriegen wir zumindest schon mal... überall Statusschaden. Aber ja, kriegen wir raus, ne? Wir haben viel Damage. Ja, sogar nur mit dem Damage. Ohne die Bomben würden wir das jetzt hinkriegen. Alter, die 11, ne? Dann machen wir da 600 Schaden drauf, ist klar. Die Dinge unten bouncy machen wäre vielleicht noch eine Idee. Eigentlich würde ich jetzt gar nicht mehr viel treffen wollen. Okay. Und hier nochmal. Ach, mit denen können wir sowieso keine Sachen einsammeln, aber... die 2 ist natürlich jetzt auch genauso geplant gewesen, dass wir die treffen. 262. Wir kriegen langsam echt ordentlich Damage auf die Säue drauf. Ohne, dass die was treffen müssen, ne? Das ist natürlich die andere Chose. Machen wir direkt den Kollegen?
aber keiner trifft den Crit. Sechshundert. Und dann noch ein bisschen Zeug dabei. Die sollten eigentlich jedes Mal was abwerfen, um hier vorwärts zu kommen. Und dann müssen wir definitiv mit dem hier einen Crit treffen. Einfach um da nochmal mehr Ballweichen zu kriegen. Stimmt, jede gesammelte Münze gibt auch nochmal ein Ballweichen. Das ist krass. Ich hoffe, wir töten ihn jetzt nicht mit dem Ding. Scheiße, wir töten ihn, ne? Frick! Ärgerlich, ich hätte gerne noch mehr Ballweichen gehabt. Multiball massiver Crit Damage. Okay. Damit kann man arbeiten. Ja, so massiv ist der Crit Damage auch nicht, ne? Ach, wir sind ja jetzt erst beim Endboss. Ich dachte, das wäre irgendwie schon. Nee, gut. Das war nur ein Elite. Passt. Gucken wir mal, dass wir den rauskriegen. Eine Bombe ist am Start. Zwei Bomben sind am Start. Drei, vier, fünf, sechs. Ja, und ordentlich Damage. Also, der ist auf jeden Fall weg. Wir haben schon 34 Ballweichen. Ja, nice. Ich glaube, der frisst gar nichts. Ich weiß gar nicht, was es bringt, wenn er Zeug fressen würde. Okay, dann haben wir 70 Ballweichen. Gar nicht so viel Damage machen. Den werden wir auch abwerfen, einfach weil der dann noch mehr und extrem viel Ballweichen gibt. Da müssten wir doch eigentlich die 100 schon fast automatisch am Start haben, ne? Abcashen. Dankeschön. Dann haben wir die 100. Die müssen wir jetzt nur bis zum Ende beibehalten. War das mit Ballweichen oder war das das mit dem geblockten Ding? Schauen wir einfach mal. Ach, 100 ist eh Maximum, wie es aussieht. Ah, das ist schon geil, dass die immer wieder nach oben geschleudert werden. Durch die ganzen Teile durch, ne? Müssen wir nur noch einen Refresh treffen und dann geht's so richtig ab, nochmal. Ja. Oh, fast den unteren nochmal getroffen, den hier, ne? Komm, lass dich hochschleudern von der fucking Bombe. Ah, einer ist weg. Aber es kommt jetzt drauf an. Kommt es natürlich drauf an, wie viele Bomben wir getroffen haben, ne? Ah, schön. Ob das reicht? Ah, oh, nochmal nach oben gekommen. Ja, stark. Aber das ist nicht mal gekrittet, ne? Da war der Turm weg. Das sieht nicht so gut aus, als wäre das wichtig gewesen jetzt, ne?
Ja gut, wir können eigentlich das Ding auch nochmal verbessern. Alle Orbs haben Morbid. Aber das Brett enthält ein weniger. Beschwört nicht den 30. gelaufenen Gedöns ein Rundeichhörnchen auf dem Brett. Ein Rundeichhörnchen. Verwirrung 4 wäre jetzt auch nicht so tragisch gewesen, weil eben nur 4 Bereiche haben, die wir schießen können, ne? Aber ich will wissen, was das Rundeichhörnchen ist. Willkommen in den Minen. Auch interessant, dass das erste Level immer so eine halbe Stunde dauert ungefähr. Und das zweite dann eine Viertelstunde. Gefühlt. Er hat 1,6, du hast 4,8. Das hat aber nochmal einen Multiball am Start, ne? Das müsste ja dann eigentlich heißen. Du spielst 4 Dinger. Ah, nur 3, okay. Habe ich das nicht so ganz, gecheckerinot. Eine Sau. Ja, mit Bomben machen die wenigstens Damage. Ach, das ist ein Rundeichhörnchen. Was genau das macht, weiß ich nicht. Augzapfel. Muss nicht sein. Da auf. Momentan sind wir eigentlich. Ja, gut. Sind wir da einfach krass drauf, ne? Au. Okay. Dann einfach mit Vollgas darunter. Scheinbar aus dem Nirgendwo entzündet sich ein Inferno. Wir springen durch die Flammen. Ich möchte keine Feuerbälle. Rechts rum und dann nach links. Oh, genauso geplant. Der gute alte Spiegel. Wir machen doppelten Damage, ne? Weil wir physisch angreifen, also im Prinzip. Die ganzen Rundeichhörnchen. Stark. Wir sammeln wenigstens Geld, ne? Wie viel war das gerade? Ich will noch eine Sau. Schön rechts bleiben, brav. Ein Geist, was ist sein Deal? Oh, wir sehen nicht, wo irgendwas ist. Oh nee. Eigentlich egal. Wir machen Damage und Gutes. Dafür ist die Sau ja echt gut, ne? Zack, einfach mal eine reingedrückt. Brett erneuern nach Gegner töten? Minus 1, plus 1? Nee, komm. Brett erneuern bei Gegner töten passt schon. Und wir haben gesagt nach links, ne? Komischer Gegner. Okay, das da hinten wird das erstes anvisiert. Ja, wir nehmen die Sparsau einfach mal, um schon mal ein bisschen Geld zu generieren.
nächste Spiegel ist schon mal down. Die haben wir jetzt genommen, damit wir auch die Zweier gut rausnehmen können, wobei da eh nicht so viele sind. Blub, blub. Was ist das für ein Eisball? Kreiszapfen. Durchdringt den ersten Feind, ja. Ah, schon wieder nicht möglich. Und wir wollten nach links. Ja, toll. Das könnte problematisch werden. Nein, sie. Ah, das sah kurzzeitig so gut aus, ne? Was? Das sind halt einfach die Packlin Pro Skills. Ja? Kann keiner was gegen sagen, wenn es funktioniert. Ja, alles, was wir aktivieren, erhöht den Schaden. Passt. Jetzt kann ich halt auch wirklich nur in eine der Lücken schießen und dann flutschen wir einfach irgendwo hin. Ja, ist ungünstig. Ich wollte nämlich irgendwann mal sehen, was hier passiert, wenn du die ganzen Bomben wirklich abräumst. Guck mal, was wir hier an Bomben treffen. Eieiei. Hör mal auf, meine Rundhörnchen da so rauszuhauen. Nur 74. Come on. Vor allem, wir haben jetzt auch so viele rote Bomben getroffen, das wird schmerzhaft werden. Den weißt du ja auch nicht aus, ne? Aber unser Ball weichen. 84, einfach so. Komm schon, hör auf damit. Endlich! Aua! Schaden haben die Schweine schon. Aber wir kriegen auch gefühlt 800 Schaden. Oh, komm on. Natürlich mussten die rote Bombe unten auch noch abräumen. Wow. Alter, Lachs, gibt aber unser Life. Wir sind so am Arsch. Am besten... Ah, das ist egal, ne? Rechts oder Mitte ist Wumpe. Nicht noch ein rotes Ding aktivieren, ey. Ach, immerhin sind wir dem Ding ausgewichen, ne? Ah, oh, Damage gekriegt. Oh, das ist jetzt egal. Ja, Gott sei fucking Dank. Oh ja, klar, Angriffe fügen Blindheit hinzu, nehme ich. Ab nach links. Da ist nämlich der krasse Feind, ne? Bitte keine roten Bomben mehr auf dem Feld. Ja, das sieht gut aus. Okay, du gehst durch die Feinde durch. Nicht schlecht. Wenn du mehr Damage gemacht hättest, ne? Aber gut. Wow. Das Rundhörnchen war auch so ein bisschen wasted. Oh, noch mehr ausweichen, bitte. Eine Bombe ist am Start gewesen. Ich glaube, das ist aber auch alles gewesen. Ja, drei habe ich mal wieder ordentlich übersehen. 8,25.
Identische Altare, dupliziere einen Orb. Ehrlich gesagt finde ich den Poltorb-Geist gut. Einfach um wirklich mal Stats auf die Gegner zu kriegen. Wenn es mehr als einer ist, ne? Hier sind, glaube ich, auch unsichtbare Gegner dazwischen, oder? Ja. Definitiv sind hier unsichtbare Gegner dazwischen. Schade, dass die Ferkel so weit unten waren. Jetzt hätte ich gesagt, so machen wir uns hier noch ordentlich Reibach. Wobei die... Na ja, doch, die machen so ein bisschen, aber... ist nicht unbedingt so viel, ne? Ballweichen ist gut am Start. Schauen wir immerhin was. Na, stark, dass das Geld auch direkt in Damage umgemünzt wird. Oh, irgendwas hat es überlebt. Ja, komm, ich hatte den noch nicht. Nehmen wir mit. Verbessern wir. Und macht sogar ein bisschen Damage. Alle Angriffe 1-1, oder? Ein Schaden für jeden zweiten aktivierten Orb. Ja, im Prinzip, jeder aktivierte Orb macht einen Schaden mehr. Aber das ist ja für den Anvisierten. Da könntest du noch ein bisschen mehr tricksen und spielen. Nehme ich mit. Aber weil du dann zum Beispiel bei der Balliste sagen kannst, oh, ich visiere den hinteren an, auch wenn du keinen Ball zum hinten anvisieren hast. Ne? Oder hier zum Beispiel kannst du direkt 100 versuchen, 180 Damage reinzumachen, aber das wird natürlich jetzt nicht so ganz funktionieren. Wobei die Hörnchen sind schon ein bisschen prädestiniert dafür, aber immerhin, naja. Kommt halt auch nach vorne, ne? So, der ist down durch die zwei Bomben. Wenn es denn nur zwei Bomben sind, ich weiß es nicht. Oh, es sind sogar etwas mehr. Ja klar, haben wir da das Ballweichen nicht getroffen. Nur noch 33 Hörnchen. Oh, ist so schade. Ich hätte ihn gerne bis zum Boss gehabt. Bis zum richtigen Boss. Hallo. Dass wir nur einen getroffen haben. Ach, die machen nur 150. Okay. Ah, da kommen noch vier Viecher, ne? Das tut wieder unnötig weh. Sagen, ich will gar nicht? Kann ich sagen? Oh, das war hier Backspace. Kann ich sagen, Zug beenden? Nee, oder? Ich muss spielen. Ich kann nicht sagen, ich möchte einfach warten.
Oh, ärgerlich. Ich hätte mir gerne rote Bombengefahr gespart. Ehrlich gesagt möchte ich den jetzt auch nicht spielen, einfach weil der zu viel Zeug treffen würde. Und Hauptsache die Dinger flutschen jetzt irgendwo hin, wo sie keinen Damage machen. Ich glaube eine... Ach shit, eine rote Bombe am Start, zwei rote Bomben am Start. Ah, drei. Vier. Heilung! Ja, klasse. Zum Glück machen die hier keinen Damage mehr, ne? Das wär's ja noch gewesen. Boah. Boah! Kriegt schon mal ordentlich was auf den Mütz. Auf den Mütz. Ja, auf die Mütze. Auf den Segel. Ah, was? Ist epische Musik, ne? Da wollte die Musik auch nicht mehr. Ja. Schön, dass er den Kollegen von sich platt gemacht hat. Wir das da weggesprengt kriegen. Ich lasse den hinten anvisieren, aber wegen dem Chip Damage. Ja, noch 22, 21 Hörnchen haben wir in der Kapuze. 1001 Nacht, stark. Oh, es sind 1003 Damage schon. Die Hörnchen machen wohl gar keinen Schaden, ne? Die räumen nur das Spielfeld leer. Was halt auch extrem viel Damage sein kann mit den ganzen Bomben. Die wir ja renewen, die wir selbst kreieren. 16, 15. Stark. Was war dein Deal? Ah ja, erschafft Münzen. Was eine wilde Fahrt, ne? Alright, die haben wir echt noch nicht besiegt gehabt. Ach, das war ein anderer Endboss! Ich dachte mir gerade schon... Kommen wir danach nicht zum richtigen Endboss und dann müssen wir nach den Drachen... Okay. Nicht schlecht. Aber ich glaube, wir haben das Falsche gemacht, ne? Ballberg, nicht Ballweichen. Also dann werden wir das nächste Mal gucken, dass wir Ballberg bekommen. Aber ich glaube, wir spielen weiter mit dem Meuchelorber. Der ist eigentlich ganz cool. So ein bisschen random, ne? Leute, macht's gut. Bis dann. Ciao.